Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Moin, moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland Podcast Torres Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch auf eine Tasse Tee mit Jan Notbar und Dirk Klausen. Wir sitzen hier heute bei Zweirad Klausen und warum wir das tun und warum ich hier mit zwei mehr oder weniger jungen Männern sitze, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und wir von heute erfahren, was hat eigentlich die Fahrrad, die E-Fahrrad branche auf sich, was wie ist der Bedarf hier in Husum und Umgebung und was steht eigentlich so in der nahen Zukunft noch so alles an? Einmal hier bei zwei Klausen und generell in der ganzen Branche. Und ich freue mich, dass er mit uns dreien hier heute bei euch geklappt hat. Moin Jan, moin Dirk. Moin Tore. Hallo Tore. Warum sitzen wir hier eigentlich? Ich meine, wir wollen schon immer mal eine Tasse Tee trinken, ja. aber es hat ja einen Anlass. Wer will anfangen? Oder soll ich schon mal was anteasern? Ja, teaser mal was. Hier an. steht ein Wechsel bevor. Genau. Ich weiß nicht, wer wen ablösen soll. Aber irgendwas steht ja an. Ja, Jan löst mich ab. Tatsächlich. Er übernimmt das Geschäft zum Ersten Das ist tatsächlich der Grund, weshalb wir hier auch sitzen. Wir wollen Klarheit schaffen. Genau, genau. Eine Übernahme hier. Ja, also keine feindliche Übernahme, ja. sondern eine friedliche Übernahme. Ja, ob feindlich oder nicht, das kriegen wir ja noch zu sehen. Aber <laughs> es, es wird auf jeden Fall weitergehen. Das, das war das, was wir gerne kommunizieren möchten. Ich habe nämlich schon mal gehört, Mensch, der Klausen hört auf, genau. der Laden macht dicht. Das ist ja nicht so. Nee, eben. Erzähl mal, wie ist das genau? Das ist so. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange. Und ähm, meine Frau und ich haben gesagt, äh, wenn wir jemanden finden, der das Geschäft übernimmt, äh, wollen wir uns rechtzeitig darum kümmern. Und Jan ist, oder es hat sich zwischen uns so ergeben, dass es jetzt vielleicht ein bisschen früher ist, als, als es hätte sein sollen. Aber bevor Jan sagt, hier fünf Jahre warte ich nicht, dann suche ich mir was anderes haben wir gesagt, nur dann würden wir es gerne jetzt machen. Seit knapp zehn Jahren leitest du ja hier das Geschäft. Genau, von meiner Mutter übernommen, ja. Ist ein Familienbetrieb, seit ja. 70 Jahren habe ich eben erfahren. Ja, genau, Absolutes seit 53. Traditionsunternehmen hier fast schon in Husum. Ja. Das wird jetzt nicht familiär weitergegeben, oder? Nein aber quasi familiär quasi familiär du bist ja. du gehörst schon zur betriebsfamilie hier ich gehöre zur betriebsfamilie du bist ja. nicht erst seit vorgestern hier sondern ja. schon eine ganze weile ich bin in dem moment wo dirk und rike das übernommen haben habe ich als student hier meine semesterferien verbracht cool und War da schon klar den laden schmeiße ich irgendwann nee nicht ganz so direkt es war immer im hinterkopf so ein bisschen der gedanke so wie dirk das macht man könnte die letzten jahre bis zur rente sowas mal machen Fand ich total charmant. Aber ähm, der Maschinenbau war da noch eine bisschen größere Leidenschaft. Das hattest du zu der Zeit studiert, Maschinenbau? Genau, in Hamburg. Und, und jetzt schraubst du an Fahrrädern Jetzt schraube ich an Fahrrädern Ist das rum. ähnlich anspruchsvoll wie Maschinenbau mittlerweile? Ja, kann man sagen. Also es ist nicht mehr die schlichte Dreigangschaltung, die vor 50 Jahren repariert wurde. Durch den E-Bike-Boom viel Elektronik und viel ähm, Mechatronik, auch durch Hydraulikbremsen. Du trittst hier ja in recht große Fußstapfen, in einen Familienbetrieb, das du jetzt übernehmen wirst, zum 23 nicht nur als Geschäftsführer, sondern wirklich als Besitzer. Genau. Das Respekt davor. Ja, tierisch. Das ist ja Eine Riesenverantwortung, wenn man bedenkt, dass wir zwischen 15, und 17 Mitarbeiter haben. Ähm, das ist Verantwortung, die dahinter steckt. Da sind 15 Leute, die sich darauf verlassen, dass das hier läuft. Und ja, ist äh, Respekt. Wie viele Kunden? Ungefähr? Verlassen sich jetzt künftig auf dich, dass es läuft? Äh, also in der Werkstatt, weiß ich, sind wir bei knapp 10.000 von der Kundennummer her. Ist das viel? Klingt für mich sehr viel. Für mich ja auch, wusste ja. ich jetzt nicht. <laughs> ja, das ist eine Menge, ne? Ja. Damit, also, also, der Laden läuft ja. noch und soll auch weiter. Natürlich. <laughs> Dafür das haben wir eine Meisterschule gemacht, dass <laughs> man das auch auf eine gewisse technische, sichere Basis setzt. Was sind Kernwerte von euch? Dirk bei Zweiradklausen. warum läuft es so gut bei euch? Was zeichnet euch aus? Das, das können sicherlich die, die Kunden eigentlich besser erzählen. Äh, aber was, 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 was viele äh, äh, melden, dass das, äh, das authentisch wirkt. Also es ist kein, kein äh, perfektes äh, Ambiente rundherum, aber ein, ein wie, wie die den glaube ich, sagen, hügeliges. Äh, ja, äh, Ambiente. Ist ein hü hügeliges Flair hier. Genau. Man kommt rein, man ist an sich, wenn man reinkommt, direkt in der Werkstatt. Ja. Und, und, und die Kunden dürfen, dürfen auch in die Werkstatt. Man ist in der Werkstatt. Ja, ja. in der Werkstatt ja. Wo wir jetzt ja auch sitzen. Genau. Und das zeichnet euch auch. Also ihr seid nicht der sehr schicky Mickey-Fahrradladen. Ihr habt dennoch hochqualitative Fahrräder einerseits, ja. und Werkzeuge und alles. Ja. Also, ihr zeichnet euch auch durch die Qualität aus. Ja. Sie ist gut überlegt mit Jan? Wie lange dauerte dieser Prozess, dass Jan das übernehmen soll und wird? Eine Minute. Ja, also volle Überzeugung. Ja, das, das äh, ich weiß gar nicht, wer es zuerst ausgesprochen hat von uns, aber hier. Es lag in der Luft. Ja, genau. Ja. Und irgendwann hat man sich mal zusammengesetzt und überlegt, und es kam ein bisschen von Dirk und Ulrike auch die die Hinweise, hey, das ist selbstunständig, das ist, da hängt mehr hinter als das, was man bis dahin vielleicht gesehen hat. Und ja, dann habe ich mit meiner Frau nochmal überlegt, wobei eigentlich war der, der Drop schon gelutscht. Und genau, dann wussten wir noch nicht ganz genau, wann es soweit sein soll, weil wir familiäre Verpflichtungen in Bayern oder ich familiäre Verpflichtungen in Bayern einfach noch hatte, ähm, worauf ich nach der Meisterschule dort auch erstmal noch ein Jahr gearbeitet habe, weil wir nicht genau wussten, wann wir hier wieder in den Norden kommen. Es war für Dirk und Ulrike natürlich so ein bisschen, ja, wann kommt er endlich, aber es ist Gott sei Dank ganz schnell gegangen und. So dass wir jetzt starten können zum 1.1. Wie gestaltet sich jetzt diese Übergangszeit? Du bist noch weiter hier vor Ort, Dirk. Wenig. Bis, bis, bis 31.12., ja. Und dann wenig, immer weniger. Ja. Ähm, also, ich verpiesel mich schon oft. Und klappt. Also, ja, für mich ja. Und für ja. mich ist es auch perfekt, ja. natürlich, weil ich wenn einfach. Er nicht hier ist. Ja. <laughs> es ist auch sehr gut, wenn er da ist. Nein, das ist ja der Vorteil an dieser ganzen Übergabe. Der Unternehmensberater hat letztes Jahr empfohlen, dass wir es zum 1.1.22 machen sollten. Wir haben aber alle drei gesagt, es ist, ist einfach ein, ein so großer schnell. Vorteil, es ist recht sportlich, weil wir erst im, zum Juli hier wieder hochgekommen sind nach Husum. Es ist recht sportlich und einfach dieses Miteinander austauschen. Ich habe nochmal Fragen, wo ich einfach Dirk und Ulrike sofort fragen kann, was ist. Und äh, ich will es nicht ausprobieren nennen, aber man, man hat schon mal so einen, so einen Start. Total. Ich meine, da kann man doch nur dankbar für sein, dass auf man noch diese Möglichkeit hat. Und nicht direkt, ja. jetzt geht's los, kalte Wasser. Mach mal. Genau. Sehr cool. Aber dir, warum? Du bist ja an sich noch ein junger Hüpfer, noch keine 60. Aber dieses Jahr wird noch 60 sein. Okay. Nee, sag mal, warum äh, kommt das jetzt? Fragen sich die Leute ja auch, Mensch, ist da irgendwas ja, äh, auf sich. Also es ist äh, A so, dass das. Äh, man ja von anderen Firmen weiß, wenn die Nachfolger suchen, dass es schwierig ist. Und wenn man spät anfängt, wird es noch schwieriger. Äh, da hat sich jetzt mit Jan die Möglichkeit ergeben, dass es äh, früher sein kann. Und wie gesagt, be bevor er sagt, hier, ich warte keine fünf Jahre, dann mache ich was anderes, haben wir gesagt, das machen wir. Hinzu kam aber auch, nachdem das eigentlich schon klar war, dass, dass es irgendwie in diese Richtung geht, haben wir durch, durch die Corona-Zeit... Äh, wie soll ich das sagen? Das war für mich äh, sehr, sehr anstrengend, äh, weil, weil wir Kunden nur von hier hinten äh, ins Geschäft gelassen haben. Man musste es sortieren. Äh, und dann glaube ich auch, dass das irgendwann auch ein gewisses Alter sich doch bemerkbar macht, indem man äh, äh, das Ganze, was man beachten muss, nicht mehr so... Locker wegsteckt und, und. Wie früher, wie noch vor 5, 6, 8. Genau, genau. Das, das habe ich also deutlich gemerkt in den zwei Jahren. Ähm, zum Glück nicht mit, mit gesundheitlichen Schäden und nichts, aber ähm, es, es war so, dass wir, also nicht nur ich, sondern auch Ulrike und ich beide gemerkt haben, äh, also so kann es sowieso keine fünf Jahre weitergehen. Kurz auf die Corona-Phase zu sprechen zu kommen, war das ein, ein Glücksfall für die Fahrradbranche? So, das Gefühl gehabt, da in dieser Zeit sind ja. so viele Leute auf einmal Fahrrad gefahren, ja. E-Fahrrad gefahren, haben ja. die ganz zugelegt. Ist so, ne? War das ist definitiv ab Absoluter so. Boom. War das zu managen für euch vom Personal her? Also, wenn ich hier lang vor habe, wie gesehen, da standen manchmal 15 Leute in der Schlange. Also, wir haben es durch, durch Personalaufstockung auch, auch hingekriegt. Und seitdem Jan jetzt hier ist, äh, da er durch sein Studium auch, auch äh, Produktionssteuerung viel besser. Also, die ganze Effektivität ist, ist deutlich gestiegen in der Werkstatt. Ja. Ist der, ist der Antrag so groß, die Nachfrage immer noch so groß? Ja. <lacht> okay. <lacht> Auch in Zukunft? Was meinst du? App das irgendwann ab, dieser Hype, dieser Boom? Der Boom wird nicht so steil weitergehen nach oben, wie die Kurve jetzt die letzten zwei Jahre hochgegangen ist. Es wird irgendwann abappen. Wenn die Weichen aber in der Politik auch passend gestellt werden, wegen ökologischen Gründen, alternative Mobilitätskonzepte, dann wird es schon weitergehen, nur nicht ganz so steil. Was waren die Gründe, warum diese Kurve so steil ging? War das wirklich Corona? Die Leute konnten nicht mehr wegfliegen, wegfahren, suchten hier. Aber auch, auch, auch das Leasing, das Firmenleasing hier ja. deutlich mehr geworden ist. Firmenleasing heißt, Arbeitnehmer eines Unternehmens kann über, das, über die Firma ein E-Bike leasen. Ja. Auch normales Fahrrad, ja. Auch normales Oder auch alles Fahrrad. Ja. Gibt es auch noch. Ja, ja natürlich. Genau. Also es ist vergleichbar mit dem Auto-Leasing. Okay. Nur mit einer anderen Prozentregelung. Und darüber und geht viel. Sehr viel. Ja. Weil die Räder ja auch nicht günstiger werden ja. im, 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 im Regelfall. Dadurch tut es, ähm, wenn ich das Rad so kaufe, einmal sehr doll weh. Ja. Und durch die Leasingverträge ist es halt nur der monatliche Abschlag. Es gibt ja auch einen gewissen ähm, Vorteil, wenn ich es das Fahrrad, ja. durch die Gehaltsumwandlung. Und ähm, dadurch sind Preise nicht mehr ganz so relevant. Ist so ein Fahrradladen eigentlich eine Goldgrube? Ne. Warum? harte Arbeit. Also weil es weil es die die wird die dann dementsprechend auch äh, also ich finde es es ist, ist wenig dafür die, was die Marge so wie 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 auf, auf, auf andere Produkte das ist wenn ich ähm, das mit mit, 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 einer, mit einem Autoladen vergleiche ja das das das, das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig also es mit, suggeriert immer wenn wir ein teures E-Bike verkaufen dass wir auch viel dran verdienen dass dieses teure E-Bike im Einkauf natürlich auch teurer ist ich will nicht sagen, dass es manchmal unter den Tisch fallen gelassen wird, aber es wird so, ah, du verkaufst dir hier das 8000 Euro Fahrrad und dann kannst du auch auch nicht was nachlassen. Also das gibt es, 8000 Euro Räder. Ohne Probleme. Werden auch gekauft? Ja. Mhm. Was können die? Was können die, dass die 8000 Euro wert sind? Fahrrad fahren. Besser als eins, das 3000 Euro kostet? In der regel schon. In ja. gewissen Komfortausstattung, ja. Tatsächlich. Was zeichnet so ein richtig gutes, teures Rad aus? Es, es gibt gewisse Premium-Marken, genauso ja. wie in der Autobranche ja. etc. Ähm, der Komfort spielt mit die größte Rolle. Sind es Federelemente, die mir ganz viel Komfort bringen? Ähm, ist es mittlerweile auch ähm, die vernetzte Geschichte? Also kann ich mein Handy da anschließen und sehe genau, wo ich lang fahre? Ein Hersteller hat gerade das smarte System gebracht. Die, es wird alles umgemodelt und Wie funktioniert das smarte System? Das sind einfach Verknüpfungen, die auch offen gehalten werden, was in Zukunft alles kommt. Man hat es jetzt vorbereitet, man hat es auf einen neuen Datenstandard gebracht, dass man vier Daten verarbeiten kann und das ist das, wo es so in den nächsten Jahren hingeht. Es muss alles miteinander verknüpft sein, ähm, verrückt. Ich kenne es von meinem E-Auto, dass da ab und an Software-Updates vom Hersteller kommen, dass Auto die automatisch dann adaptiert werden vom Wagen. Ja, Passiert das auch mit Rädern? Ja. Das ist das neue System, dass ein Kunde beispielsweise nicht mehr zu uns für ein Update kommen muss. Ist das auch ein Grund, warum du gehst, Dirk? Alles <laughs> too much, wird zu, zu doll? Also eigentlich <laughs> bin ich ja eher oldschool. Ich ja. fahre -Fahr Käfer und kein, kein, kein Hightech-Auto, jedenfalls ich nicht, meine Frau schon. <laughs> ähm, das ist manchmal schon so, dass ich da stehe und sage, das ist ja alles toll. Ähm, das weiß ich nicht. Und ich glaube, ich will das auch nicht mehr wissen. Ähm, hinterher komme ich schon und frage, wie das ist, weil es mich schon interessiert an sich. Äh, aber äh, für, für, wenn es oben nicht mehr so, so ganz so, so schnell alles hier äh, zusammen ist. Der kommt, Fortschritt ja, ist ja so enorm und ja, so schnell. Ja. Da kommt man dir eigentlich gar nicht hinterher, es sei denn, man studiert das oder ist da wirklich jeden das, Abend dabei. Das, das Jan deutlich besser aufgestellt für. Heißt, wenn auch Probleme mit der Technik, mit der Sensur, wie auch immer, das kann hier auch vor Ort gemacht werden. Ja. Mhm. Das, also das hat dann ja auch gar nichts mehr mit dieser klassischen Fahrradreparatur zu tun, die du ja auch mal gelernt hast, die dein Vater mal gelernt hat, die dein Großvater mal ja, gelernt ja. hat. Damit hat es gar nichts mehr zu tun. Aber doch, im großen Teil schon. Wir haben auf der einen Seite ja. natürlich hochtechnologisiert, ja. wir haben aber auch ganz klassische Räder. Das Hollandrad mit der Dreigangsschaltung, wo der Plattfuß wird. Das mache mach ich dann eher. <laughs> ja. Dann kommt direkt dann nochmal. Gucken wir mal. Ja. ja. Achso, nachher, Nee, das, das, nee, das mache meine ich auch nicht. Das jetzt kommt jetzt direkt nochmal die Frage. Ja, genau. Da ist nochmal eine Dreigangsschaltung, ja. da kannst du nochmal ran. Wobei die reine Technik, Mechanik, wenn gar nicht Elektrik dabei ist, ist. Auch total interessant und spannend. Ja. Und es bringt auch Spaß, nicht an 8000 Euro Fahrrad zu reparieren, sondern auch an dem normalen, was es für 900 Euro gibt. Also, wir lieben oder anders, wir leben Fahrrad hier eigentlich. Wenn ich mir angucke, Personal kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber wir haben eine Auszubildende, die fährt aus Flensburg mit dem Fahrrad hierher. Wir haben einen, einen Kollegen, der ist gerade drei Wochen im Urlaub zum Fahrradfahren in Frankreich. Und ähm, da ist das ist relativ egal, was für ein Fahrrad hier reinkommt, Hauptsache es wird gefahren. Ich kann das bestätigen, weil als die Kamera noch aus war, fragte ich dich nach deinen Lieblingshobbys. Und du sagst Radfahren. Ja. Du hast hier tagtäglich 10, 8, 12, 14 Stunden mit Fahrrädern zu tun und in deiner Freizeit fährst du Fahrrad. Ja. Das ist einfach Kopf frei kriegen Raus, fahren, okay, natürlich auch sportlich, aber Logo. man ist in der Natur und ja. So wie der Käfer fährt, fahr ich, fahr was. Hobby zum Beruf machen kann man ja schon fast sagen. Es war exakt das. Ich meine, das, davon träumt doch letztendlich ja, jeder. Ja. Das war der Schritt, der es dann irgendwie ausgemacht hat. Wir haben einen Vertreter hier gehabt, der hat immer davon gesprochen, naja, Beruf kommt von Berufungen irgendwie. Und das war auch ein Punkt, den Dirk und Ulrike mit so getroffen haben und gesagt haben, du machst das mit Leidenschaft. Und das merken die Kunden einfach. Und das ist nochmal was anderes, als ähm, wenn man, man kann sich alles anlesen. Aber wenn man wirklich unterwegs ist, egal ob es jetzt sportlich auf der Feierabendrunde ist oder mit der Familie auf einer größeren Fahrradtour, man kann es, glaube ich, rüberbringen. Und das merke ich jetzt auch schon hier, wenn man einfach mit dem Kunden im Gespräch ist. Funktioniert. Fährst du Fahrrad oder E-Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad. <laughs> Was grinst du so? <laughs> das ist äh, Affront. Dich nein, das kein, nein, nein, das ist kein Affront. <laughs> ähm, das gehört genauso dazu. Wahrscheinlich bekommen wir ein E-Lastenrad in der Familie. Dann würde ich E eh fahren. Ja, das ist richtig. Ja. Wie du weißt, fahre ich ja auch eins. Das weiß ich. Ist das in Ordnung, unter 30 das zu fahren? Vollkommen. Ja? Vollkommen. Good. Hauptsache <laughs> Fahrrad. Also, früher haben die, die Jugendlichen mit 15 Mofa gefahren. Von ich, ich, daher ist so versteht dich keiner, Dirk, wenn Ach du so weit wegsetzt. Echt nicht? <lacht> <lacht> früher haben die Jugendlichen hier Mofa gefahren mit 15. Da haben sie gar nicht getreten. Hier Und das hat jeder in Ordnung gefunden. Also, finde ich, ist ein E-Bike selbst für einen 15-Jährigen äh, in Ordnung. Ich glaube, jeder hatte schon mal diesen Moment, man fährt mit seinem normalen Fahrrad und wird von Omi mit dem E-Fahrrad überholt. Und da ist für ganz viele der Fall: okay, entweder werde ich sportlicher oder ich lege mir auch eins zu. Bei mir war letzteres der Fall. Ich bin unendlich happy, eins zu haben. Ich bin nicht so ein Fahrrad. Ich war noch nie ein großer Fahrradfahrfan, Aber seitdem fahre ich einfach so gerne wieder Fahrrad. Weil es ist einfach nicht mehr so anstrengend und man erlebt, man sieht was, man kommt voran. Mhm. Ich war im letzten Jahr in den Sommerferien äh, Corona-Zeit mit dem Fahrrad durch Schleswig-Holstein unterwegs. Das war großartig. Also bei mir war auch dieser Hype. Fahrradfahren wurde immer mehr. Aufs Personal zurückzukommen, komme ich gerade drauf. Aus Flensburg fährt sie jeden Tag oder? Nein, jeden sie? Tag nicht. Regelmäßig. Regelmäßig. Ja. Mit dem E-Fahrrad, mit dem Fahrrad. Ja. Mit dem e -Fahrrad, mit dem Fahrrad mit normalen Fahrrad. Mit normalen Fahrrad äh, hierher. Ja. Dann lass uns über Personal sprechen, weil da muss ja auch eine gewisse Leidenschaft sein. In Flensburg gibt es wahrscheinlich auch Fahrradläden. Ja. Äh, warum bei euch? Und wie ist es mit dem Personal? Warum bei uns? Ähm, sie hat gesagt, es ist nicht die Porsche Werkstatt, es ist das familiäre. Und ja, hier fühle ich mich wohl. Ich Fühle mich nicht wohl in dem großen Laden, wo alles aufgeräumt und super ist. Ähm, das hat den Ausschlag gegeben. Sie hat sich andere Läden auch angeguckt. Wie, siehst du das? Was zeichnet euch aus, Dirk? Also ich glaube schon, dass, dass Was das. Was äh, euch auch ab von anderen äh, äh, Verkäufern, Händlern, Werkstätten? Ich kenne eigentlich wenige, deshalb kann ich es nicht so richtig beurteilen. Ja. Äh, Nochmal, die, die Leute finden uns authentisch und äh, Familiär ist es und so ist es auch für die Mitarbeiter, dass das. Ähm Gibt, es eine, da, Gibt es einen Personalmangel in dieser Fahrradbranche? Auf jeden Fall. Bei euch aber nicht. Na, nicht wirklich. Nö. Also, wir können uns nicht beklagen. Ja. Als Leute seid ihr. Mit, mit ja, insgesamt. Wir haben ein paar ja Schüler. Genau. Ja. Was macht ihr hier? Ihr verkauft Fahrräder, ihr verkauft E-Bikes, ihr repariert diese, ihr habt Zubehör. Mhm. Hast du zusammengefasst? Was das du sind ja? die ja. Hauptpunkte, ja. Oh, genau. wir schon wieder, wenn man zu viel weiß. Ja, ne? genau. Haben wir zu viel erzählt, erzählt gestern. Das. Ja, genau. Ja, Nein, aber wo, äh, wovon lebt ihr? Ist das die Werkstatt? Ist das der Verkauf? Ist es das, das Zubehörgeschäft? Alles, ich weiß. Alles. <laughs> der große Umsatz ist natürlich auf der anderen Straßenseite im E-Bike Center. Aber, so wie Dirk das gerade angesprochen hat, eine Werkstatt, freie Werkstätten, in der Autobranche ist natürlich auch, also wenn man gut repariert, einen guten Ruf hat und äh, gute, qualitative Arbeit abliefert, vielleicht auch noch schnell ist, dann verdient man darüber natürlich auch Geld. Da macht es die Masse dann irgendwann, ne? Und wenn es ja noch gut ist. Ja, auch, auch die, gut ist, dann die, die, nicht Effizienz, die Effizienz, die <laughs> Effizienz einfach. Und bei euch wird ja auch Service großgeschrieben. geschrieben. Mhm. Ich meine, ich komme ähm, regelmäßig ran, da wird nochmal der Reifen aufgepumpt, da wird die Kette nochmal geölt, äh, das wird ja alles einfach mal so nebenbei gemacht. Mhm. Kommt ihr rein, sagt Moin hier und geht wieder weg. Das also Service wird ja auch groß geschrieben. Ja. Du hast angesprochen, drüben ist ein reines E-Bike-Geschäft, sondern ja. nur E-Bikes. E werden mittlerweile eigentlich mehr E-Bikes verkauft als normale Fahrräder. Ja. Ist so. Ja. Es hat sich verschoben. Krass. Wobei wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren sagen müssen, das klassische Fahrrad, es ist nicht tot. Es ist trotzdem immer noch. Es wird auch häufig ganz bewusst gekauft. Häufig geht es in Richtung Manufaktur. Sehr individuelle Räder, die wirklich auf den Kunden zugeschnitten sind. Von der Farbe her, über die Schaltung, über Sattellenker und so weiter. Ähm, das merken wir schon, dass das ähm, trotzdem noch nachgefragt ist. Aber der große Boom ist das E-Bike. Wann wurde das E-Bike-Center eröffnete? 2018, im März. Vor jetzt vier, vier Jahren. Jahren. also ja. Da warst du so knapp sechs Jahre dabei. Ja. Weshalb der Schritt? Weil der Bedarf, die Nachfrage also da Also Wir, wir haben es halt gemerkt, dass das... Ähm, ich meine, eure die, Kapazität, die, die Größe ist hier ja begrenzt. Die, die ist hier, die wir hier begrenzt, ja. Wir hatten ursprünglich, wie wir anfingen, zwei drei E-Bikes vorne im Geschäft, dann haben wir hinten äh, den Laden, äh, den Raum ausgestattet und dann hat sich ergeben, dass wir drüben, wo, wo der ehemalige Wettbewerber war, okay. ähm, dass wir den, den 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 Laden übernehmen können, ja. ähm, die Räumlichkeiten und da haben wir gesagt, das machen wir und das war der einzig logische Schritt, dass das, weil ein Kunde der der kommt Weiß, ob er ein E-Bike oder normales haben will. Das weiß er weiß denk, vorher. Das weiß er vorher. Und deshalb kann er auch gleich darüber gehen. Also, ich muss nicht erst mit dem Kunden ja. hier ein äh, Beratungsgespräch anfangen und dann rübergehen, sondern er kann gleich rübergehen. Und deshalb haben wir es einfach so getrennt. War für dich immer klar, hier zu bleiben auf dieser ja, Ecke, sag das, ich mal, in dieser Lage? Da kam nichts anderes in Frage. Ja. Warum? Weil, wenn man so mal drauf guckt und als Autofahrer hierher kommt, um sich Räder anzugucken. Oder total eben, doof, ne? Total beschissen. Ja. Aber kam trotzdem nie in Frage. Ja, Warum nicht? Weil, a, die Räumlichkeiten äh, familienbesitz sind, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, Ulrike und ich, wie wir uns überlegt haben, wir wollen was anderes machen, war ursprünglich, dass wir gesagt haben, das ist richtig toll, da ist die Sitzecke im, im Hof, dann, da können, dann können wir jeden Nachmittag äh, äh, Kaffee trinken. Und ich habe immer ein Febel gehabt für Werkstatt. Und dann haben wir gesagt, dann übernehmen wir das Geschäft und lassen es hier. Ähm, so ein bisschen Kindheitserinnerung auch von meiner Seite, also ein bisschen, ein bisschen Gefühlsduselei schon dabei. Und so hat sich das immer weiterentwickelt hier. Ähm, also es kam nie in Frage, was anderes auszulagern, also hier, hier groß neu zu bauen oder. Aber gab es mal Rückmeldungen von Kunden, man hier kommt man ja echt schlecht hin. Ja. ja. Aber ist das. So? Können das Sie, das Sie so. lieben ja trotzdem. Ja. So, Jan, Dirk und Ulrike gehen. Ja. Der Familienbetrieb ist nicht mehr in der offiziellen Familie. Wann ziehst du um hier? Gar nicht. Warum nicht? Es hat den Charme hier einfach. Wir sind in der Nachbarschaft hier groß geworden. Und so wie Dirk das gerade sagte, wir sind einfach Nachbarschaftsladen, auch wo man auch mal fünf Minuten Zeit für einen Plausch hat. Ja. Und ähm, ja, wir haben Mitarbeiter, weil sie hier den Charme haben und finden. Ähm, und warum sollen wir uns da denn großartig verändern? Natürlich, Platz ist immer eine. Ein, ein Thema. Wir müssen viel hin und her räumen, wir müssen viel wissen, wo was steht und da auch schnell am Kunden sein. Ähm, aber nein, hier der Standort ist gesetzt. Der ist gesetzt. Nichtsdestotrotz übernimmt jetzt ein junger Mann, gerade 30 geworden, äh, den Laden. Was, was soll hier was passieren in der nächsten Zeit? Ähm, die wichtigste Botschaft hier draus soll auch sein: es bleibt so, wie es ist. Es geht so weiter, der Name bleibt, es ist halt nur ein anderer Kopf dahinter. Also Logo bleibt, Name bleibt. Standort bleibt. Standort bleibt. Sortiment bleibt. Ähm, was natürlich ein bisschen dazu kommt, ist einfach durch mein Hobby neben dem Fahrradfahren, dem Triathlon auch, dass man von vielen Leuten angesprochen wird, hast du nicht ein bisschen was Sportlicheres, vielleicht noch ein Rennrad? Und da kann ich sagen, dass wir gerade mit einem großen bekannten Hersteller einen Vertrag unterschrieben haben, wo wir auch in die sportliche Rennrad-Cross-Gravel-Geschichte gehen. Einfach. Sehr cool. Dirk, hattest du nicht gedacht, dass wir dieses Gespräch führen müssen, dass die Leute denken, ich, der Klausen hört auf und der Laden wird dicht gemacht? Ja. Bist du überrascht gewesen? Ähm, ja, ich habe es ja selber ein bisschen falsch kommuniziert am Anfang, <laughs> äh, weil, weil ich gesagt habe, ich höre auf äh, also, und den, den, ja. den, den, den zweiten Satz nicht, nicht weiter äh, äh, vervollständigt habe. Ja. Ähm, und dann so ein Gerücht geht natürlich schnell. Ähm, und bevor, also das, das sind auch Leute, die einfach gar nicht mehr gekauft haben. Und da habe ich gesagt, wir müssen was machen. Ähm also wir wurden darauf angesprochen, ja, wirklich von so, Kunden auch ja. hier. die uns ist ja schade, dass ihr aufhört. Mensch, wie kann das sein? Nee, nee das, 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 okay. dass die gesagt haben, die haben jetzt woanders gekauft, weil es ja hieß, wir hören auf. Ja. Tatsächlich? Also, ja, Unsere Kunden haben uns empfohlen und die wiederum haben dann nicht gekauft, weil sie gehört hätten, der hört auf. Und man weiß dann ja nicht, wie es weitergeht. Deswegen, wir sind glücklich, dass wir diese Info gekriegt ja. haben und Total. daraufhin dann. Gibt's ne? Ja. ja. Aber ich meine, wir halten fest: Laden bleibt, Logo bleibt, Standort bleibt, Sortiment ja. bleibt, bleibt, wird erweitert. Nur in Anführungszeichen der Inhaber ändert sich. Und das kann ja eigentlich nur zweitrangig sein. Das findet man vielleicht im Impresso, wer letztendlich der Inhaber genau. ist. ja Wirst du denn eigentlich noch hier bleiben, wenn hm. Inhaberwechsel stattgefunden hat? Eher nicht. Und wenn denn so weit im Hintergrund, dass, dass man es das nicht, nicht sieht. Wenn dann noch mal die drei also das das, das ist ja, ja jetzt schon so. Ich halte mich ja deutlich im Hintergrund, weil ähm, sollen die Kunden jetzt schon äh, Jan kennenlernen? Er soll die Kunden kennenlernen und dass einfach der Übergang nachher nicht jetzt von jetzt auf gleich ist, als als wenn man hier ins kalte Wasser springt. Mhm. Äh, dass es ein fließender Übergang ist. Ich möchte in den letzten zehn Minuten über die Historie. Ja. Wir müssen denn schon 70 Jahre fast zurückgehen. Zwei Rad Klausen, haben wir schon gehört, ist ein Familienbetrieb, ja. der schon seit 70 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es ein Bild, da oben hängt auch ein Bild aus den 60ern, wo auch schon der Laden hier stand. Ja. Wo auch schon die Parkplatzsituation bescheiden war. Ja, Und genau. da wollen wir nochmal kurz eingreifen. Wo parkt man eigentlich hier? Also Adolf-Menge-Straße, also mhm. nicht das Osterende, sondern die, die Adolf-Menge-Straße. Ähm, an der Seite darf man halten. Zum B und Entladen, also heißt, da passiert dem Kunden nichts, solange er nicht auf dem, auf dem Bürgersteig mit ja, einem Rad richtig. steht. Okay. Oder hinter den, den, dem Geschäft in der adolf Menge sind zwei Parkplätze, da kann man auch stehen. Und hier vorne? Ja, da, da was, hier Das vorn. sind die beiden angesprochenen? Nee, hier hinter dem ja. Gebäude und hier an der Straße ist das, was ich gerade eben sagte. Okay, ja. also ein paar gibt es schon ja. in der Tat. Und die ja. meisten kommen ja auch, wenn sie gerade in die Werkstatt wollen, mit dem Fahrrad genau. wahrscheinlich. So ist es auch. Vielleicht äh, der Gedanke dahinter. Förderung der Mobilität, der, der Fahrradmobilität. Aber wollen wir die 70 Jahre zurückgehen? Ähm, nur kurz, also nicht abscheiden. Wie kam das damals zustande, weißt du das? Ähm, mein, mein Großvater väterlicherseits hatte äh, eine Hufschmiede. Pferde wurden beschlagen. Und äh, das war natürlich in den 50er Jahren dann auch nicht mehr so. Hier, also, hier, hier, hier an diesem Standort, ja. ja. Cool. Da oben ist, ist äh, die, die Schmiede, die Esse. Welcher von den beiden mein Großvater ist, weiß ich nicht. Das ver vergesse ich immer. Und 1953 haben sie sich entschieden, ähm, Fahrräder mit zu verkaufen. Ja. Und ähm, das war dann mein Großvater, der damit gestartet ist. 61 ist er verstorben, dann haben es meine Eltern übernommen. Und äh, 2010 ist mein Vater verstorben, dann hat meine Mutter es noch drei Jahre gemacht. Sag mal, wie alt war sie da? 75. Den? Sie hat bis, zu ihrem, bis, 75, ja, bis 75 hat sie diesen Laden noch geschmissen. Genau, hier. genau. Wahnsinn. Ja. Und so alt wolltest du aber nicht werden. Nee, doch, also? ich, ich will so alt werden, unbedingt. <laughs> unbedingt. Auch, ja, auch doch, noch doch, älter. Ja. Ich hoffe das ja. auch, aber du wolltest. <laughs> Als Geschäftsführerinhaber wolltest du nicht 75 sein. Genau, das, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das ist wirklich sehr kurz zusammengefasst. Ja. Warum, warum vor zehn Jahren hast du gesagt, jetzt mache ich das hier? Das, das waren von Ulrike und mir persönliche Gründe. Ja. Wir haben was gesucht und das, das hat sich gut angehört und angefühlt. Ja, da ähm, war ja was. Und ähm, ja. da haben wir gesagt, das machen wir. Haben grob ja. mal überschlagen, was meine Mutter verkauft hat in den letzten drei Jahren. Haben gesagt, das, das reicht nicht für uns, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und den Rest haben wir einfach gesagt, das wird schon irgendwie werden. Wann kam Jan das erste Mal ins Spiel? Das war. 2013. Das auch war, ich habe ja. mit Dirk und Ulrike angefangen. Auch hier mit umgebaut? Ja, das habe ich schon gehört, aber äh, du standst nicht einfach auf der Matte, ihr kanntet euch. Das Ach so, Ach so. Wir, wir, wir kennen uns von früher, ja, wir, vom Sportverein. Wir kennen uns seit 20 Jahren aus dem Sportverein. Also wirklich von bei mir klein auf, ja. Das finde ich einfach nochmal wichtig hervorzuheben. Ne? Also ja, es ist nicht blutsverwandt, aber letztendlich kennt ihr euch schon ewig. Ja. Kann man so sagen, ja. Zu der Zeit warst du aber noch im Studium? Richtig. Und das ist, finde ich, auch wichtig hervorzuheben. Du hast ja Maschinenbau studiert, genau. dann aber geswitcht irgendwann. Nee, ich habe auch abgeschlossen. Ja, aber dann hast du zumindest. <laughs> genau. Ja. Mhm. Dann, dann ja, ja. nach meinem Bachelor habe ich ähm, mich entschieden, nachdem wir, nachdem Dirk und Ulrike mal so ein, zwei Hinweise gegeben hatten und wir das. Öfter mal zusammengesessen haben und uns überlegt haben, wie man es machen kann, dass eventuell, um es auf eine technische, sichere Basis zu stellen, einfach einen Meister noch zu machen. Also anstelle Master, Meister sozusagen. Wie lange dauert der? Der ist Vollzeit, ein halbes Jahr. Wo? In Frankfurt. An welcher Schule? Das ist die Bundesfachschule. Darf ich fragen, ne? Das hast du richtig das gut gemacht, <lacht> ja. <lacht> Dann sagt er das halt nicht selbst. Dann nee, genau, genau. Ja. ja, okay. Ja, super. <laughs> Klingt ja imposant, ist es sicherlich. Ja. Es, ja, es gibt theoretisch in Deutschland nur zwei reine Zweiradmeisterschulen, die Fahrrad machen. Ansonsten ist man immer mit Motorrad gemischt ah, ja. und das Motorrad hat dann 75 Prozent. Und deswegen Frankfurt oder Münster und Frankfurt ist halt die, die Schule für Zweiradmechaniker. Da haben wir hier in Husum ja einen echten Könner mit Jan. So ist es. Und du hast auch einen, der dein Geschäft Übernehmen wird ersten ja. 23. Er ja, ist viel besser, viel besser dafür geeignet als ich von der Ausbildung. Und wie viele Jahre willst du das machen? Auch nur 10? Nee. Länger. Aber ich würde mich auch freuen, wenn rechtzeitig jemand da ist. Ja, du hast ja schon selber für Nachwuchs gesorgt. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Das passt dann auch. Wie alt ist er? Anderthalb. Ja, guck mal, ist <laughs> bis, dann noch. bis zehn Jahre, noch. dann geht er. Aber er war schon hier und er dreht schon fleißig an den Pedalen. Ja, wa? Ja. Die Leidenschaft fürs Fahrradfahren wird ja auch wahrscheinlich weitergegeben. Ja hat von Anfang an mit im Kinderanhänger gesessen, sobald äh, das äh, erlaubt war. Ja. Und ähm, ja, sitzt auf seinem Dreirad noch. Und dann schauen wir, was kommt, das kommt. Herrlich. Dann habe ich an sich nur noch zwei Fragen zum Abschluss. Eine Frage, die stelle ich nämlich immer im Podcast: Mit wem würdet ihr beiden gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet? Und eine, die frage ich recht selten, weil es nicht so oft muss: Der, zu welchem Friseur gehst du eigentlich? Petra. Ja? Ja, zu also, Petra. Zum Friseur, ja, ja. ja, natürlich, zum ja, Spitzenschneiden muss man doch, wenn muss man lange Haare hat, oder? Sonst brechen die. Ja, genau, hat, hat man mir gesagt, ja. Wie kam dieser? Ich meine, wer dich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen hat, liest dir Klausen und guckt, uns, guckt das Video an? Nee, das ist er nicht. Doch, das bin ich. Ja, wie kam, ja. kam das? Wie, wie das mit Corona anfing und habe ich gesagt, hier, die Friseure waren ja zu. Ja. Äh, habe ich gesagt, ich gehe jetzt gar nicht mehr hin, äh, bis Corona. Kein Thema mehr ist und keiner mehr darüber redet. Im ja, Moment wird er noch, immer noch nicht. Naja, eben, deshalb wachsen sie auch noch. Aber inzwischen bin ich auch so weit, ich weiß nicht, ob ich die wirklich abschneide. Das, das war jetzt eine lange Durststrecke. Ja. Hier Jetzt gucken wir mal. Außerdem durfte ich früher nicht die Haare lang haben. Ja, guck mal, äh, und jetzt, jetzt bin ich alt genug, jetzt, jetzt geht genau, das auch so. Genau, genau, genau. Ja, Aber ich find's, ich hatte die auch mal so lang. Ich würde es so gerne wieder, aber das geht leider nicht mehr. Also ich beneide dich. Ja, ja ist so. Ich hätte es gerne. Siehst du, deshalb überlege ich mir da dreimal, ob ich die abschneide. <laughs> ja, macht. also. Ist Ehrlich? Guter Kumpel, warum mir das hat sie auch so lange? Ich beneide ihn jedes Mal drum. Ja. Ich hatte sie vor ein paar Wochen noch ein bisschen länger, konnte ich zumindest noch mal ein bisschen hinter das Ohr wieder. Das, das ist ein tolles Gefühl, da wusste ich gar nicht. <laughs> ist so, ne? Ja. <laughs> Steht das bei dir auch noch an? Nee. nee. Der war erst beim früh. Ich war gerade. Ganz frisch auch dem Podcast, ne? Ja, natürlich. Ja, ne? Du warst heute. Nee, Oder gestern. Gestern, gestern, ja, gestern. Ja. Das ist, Ich habe so dichtes Haar und äh, das wird so warm. <laughs> gerade mit dem Helm noch und nee, die müssen. Warm aus, das kann ich bestätigen. Ja. Ja. Habe ah, ich auch nicht gedacht. Ja. Trägst auch mal Zopf. Ja. Ja. Mhm. Habe ich überlegt, ob ich es heute mache oder nicht und dann habe ich es gelassen. Und zu Hause entschieden, nee, trag mal auf. Genau. Mehr ja, ja, habe ich kurz vorher noch entschieden. Okay. <laughs> Herrlich. Gut. Tee trinken. Mit wem würdet ihr das gerne mal? Ich wollte nämlich schon immer mit euch eine Tasse Tee trinken. Das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdet ihr gerne mal, wenn ihr könntet? Ich würde gerne mit Dirks Vater noch mal einen Tee trinken. Mhm. Das hm, ist ja. Mit dem wird es eher ein Bier werden. Ja, oder ein, äh, oder ein Tee ja. mit Schuss. Aber ja. 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 Was würdest du ihn fragen? Was ich ihn fragen würde, ähm, wie er so lange den Spaß dran behalten konnte ich meine, wir sprechen von wie viel Jahren 40? Wie ist dein Vater gemacht? Der da hat es ja 61, er, oder? Ne, 61 Jahre. Ne, Quatsch, 51 Jahre. Oder? Ja. 61 bis 2007 59 Jahre waren es ja. Das ist, eine, das ist eine ganze Menge. Ja, und du, Dirk? Ich würde gerne mit Tina Turner wollen. Tasse Tee trinken. Ja, genau. Ich war gerade in. Zürich und sie hat sich am Zürcher See ein Anwesen äh, gekauft mhm. für ich weiß nicht wie viel. Ich weiß ja nicht, was äh, Jan bezahlt hat für die Übernahme. Vielleicht ein bisschen, 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 weniger. bisschen weniger. Aber nicht viel. <laughs> nicht viel. <laughs> ja, glaube ich. Darf, vielleicht darf vor Ort eine Tasse Tee trinken. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Genau. Ich habe mich, hab mich gewundert, dass du nicht an Ulrich oder Ähnliches sagst. Nee. Hast du da so Idole beim Fahrradfahren? Mir fällt nur er und und ähm, äh, Mr. Armstrong, ich bin Neil ja. Lenz. Neil war Tour de France. Ja. Also, ich habe immer auch im Triathlon gesagt, ich war ja auch recht aktiv und ja, ja. Ähm, das ist alles Hobby, was wir machen oder ambitionierten Hobbysport. Ähm, ja. Wenn man dann doch schon zehn Stunden die Woche trainiert, ist es nicht mehr ganz so richtig Hobby, aber ähm, die verdienen da ihr Geld mit und da muss man auch so realistisch sein ja. und dass man. Da nicht hinkommt und machst äh, du noch triathlon äh, im moment gerade ist weniger weil ich, ich habe mir einen nagel eingetreten und ähm, ja, das ist erst, äh, gestern ja dann, wir haben ein haus gekauft dann <laughs> sagen wir es so wir haben ein haus gekauft da ist auch viel zu tun ja. natürlich ist für die übernahme viel zu tun und ähm, es ist jetzt einfach und natürlich die familie wenn man einen sohn hat sind die prioritäten auch erstmal verschoben ja. und ähm, das gibt eine Zeit, ist euch bei vielen anderen auch gesehen und schauen wir in anderthalb Jahren. Kommt also, man denn da wieder rein? Nach ja. anderthalb Jahren wieder in den Triathlon. Ich meine, das ja. ist ja nicht ohne. Also, ich mache ja schon so ein bisschen was nebenbei noch, nur natürlich nicht mehr in dem Umfang. Und ja. ähm, klar, man hat vielleicht ein, zwei Kilos mehr, aber das, ist, das geht ganz schnell wieder. Schön. Ich bin gespannt, was hier ab dem 1.1.23 passiert. Wir haben erfahren, es wird gar nicht viel anderes passieren. Ich fasse nochmal zusammen, da wird es auch alle verstehen. Logo bleibt, Name bleibt, Sortiment bleibt, Angebot bleibt, Standort bleibt, nur ein neuer, jüngerer Besitzer, genau so wie es sein soll. Genau, so ist es. Dazu kann ich eigentlich nur gratulieren, Dirk. Schön, freu. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank Jan, vielen Dank Dirk. Das war TORUS Tea Time hier bei Zweirad Klausen, das auch immer noch Zweirad Klausen <laughs> heißen wird. Danke.